ihr sie nicht kennt, das ist die bezaubernde Malky. Das ist Malky. Und das ist die bezaubernde Franzi. Ich wollte gerade sagen. Ich bin wieder nicht in Divi. Und das ist die bezaubernde Divi. Also Divi's Chat kennt sie, meiner glaube ich auch, aber für die, die sie nicht kennen. Ihr habt komplett eine vergessen. Oh, Tutti! Und du nimmst die Flasche, ne? Okay. Prost! Prost! Ui! Oh, ui. Oh, welch ein Geschmack des Himmels! Mhm. Ui! Yum! Ah! Das schmeckt nach Cognac. Was? Nein, das schmeckt nach Pflaumenwein. Es schmeckt irgendwie flaumig. Das brennt in den Augen. Oder? Das brennt in den Augen. Du sollst auch nicht dein Gesicht da reindrücken. Nicht die Augen, Mann. Das ist nicht meins. Knallenbuschen. Ja, schmeckt nicht so lecker. Das ist kaum getränkt mit. Ja, so ist das. So, wir haben heute was Tolles vor. Wir haben ganz viele Süßigkeiten und Chips und keine Ahnung was gekauft, die es halt nur hier gibt. Mhm. Und die probieren wir jetzt alle. Geil, ne? Ja. Hier sind zwei Sachen. Das sind Anismücken. Anismücken? Oh, hast du die gefangen? Ich glaube, ich habe sie gefangen. Alter, du bist so ein Pro-Gamer. Warte, ich mach jetzt auf. Ja, ja, okay. Mach doch nicht aus, du hast sie gefangen. Oh mein Gott. Schmeiß auf den Kopf. Bin ich krass. Ja, ihr könnt jetzt Katzen bewundern. Oh, richtig. Das, du bist das, ist Katie. Die sind alle cute. Alle Katzen cute. Das ist Tüte 1. Das muss mal flippen. Ich hab hier gerade eine Mücke gefangen. Mit da, Tüte 1. Tüte 2. Was habt ihr da getan, ey? Ganz ehrlich. Die beiden sind durch den Laden gegangen, als wären sie im Wunderland. Haben einfach alles mitgenommen. Alles und ich bleib auf dem Scheiß sitzen übrigens. Ich fang an. Du hast Chat auch auf? Ich hab Chat auch auf. Okay. Was sind also Chips mit Spray? Okay, let's go. Nicht Bacon, Parmaschink. Machen wir so ein Rating? Die riechen schon mal krass. Ja, dann nehmen wir uns alle eins. Die riechen noch nicht schlecht. Ja, aber es hat mir gerade wirklich die Birne weggeballert. Ja, das ist der Wein. Okay, let's go. Oh, die kann ich essen. Die schmecken wie diese Wellen. Die sind hart. Das sind Chips. Oh oh, Malky. Oh oh. Das sind Chips. Wie fucking groß ist das Wohnzimmer? Ich muss sagen, es sieht in der Kamera dreimal so groß aus, als es ist. Du kannst ja auch viele Jungs was meinen. Du kannst ja auch nicht mit dem Roller durchfahren. Okay, wir gehen jetzt weg von den Chips. Wie lecker. Oh well. Oh Gott. Wir nehmen das nächste Harte. Das ist überhart. Lade euch dazu ein, ein Mango-Bonbon zu essen. Oh, das ist ja. Oh nee, der kriegt es beieinander, das will ich nicht. Okay, wir lutschen jetzt einfach einen Bonbon. Kann ich nicht nebeneinander? Was hat spannend? Boah, ist das spannend. Das ist ja Content, den ihr immer wolltet, oder? Drei Streamerinnen, die auf der Couch sitzen und einen Bonbon lutschen. Ja, Mango halt, ne? Weiß ich nicht, schmeckt nicht nach Mango. Nee. Das schmeckt einfach nach. Das schmeckt nach Zucker. Ja. Ist irgendwas. Boah, das ist echt lecker, ne? Ja. Mein Mensch hat's auch. Die kaut die Scheiße weg! Ich würde sagen, die Chips waren so eine 6 von 10. Und das hier ist so. Für die Freunde-Kiste. So eine 1 von 10. Mhm. Ja, also ich würde die jetzt nicht kaufen, aber finde ich nicht so schlimm. Aber du hast sie gekauft. Also lass ich jetzt noch was dicken. Okay, ich muss was aussuchen, ne? Mhm. Welche Tüte ist denn etwas weniger? Ich war nicht schuld. Eins. Hä? Wer hat denn das geholt? Hä? Nope. Das würde ich niemals anfassen. Das sind Bonbons, Chat. Bonbons. Die sehen aus, als würden die beim Arzt. Nein. Einen Moment. Das sind keine Bonbons, sondern das sind Kaubonbons. Nee, aber wirklich, wer hat die eingepackt? Oder was ist denn gut bisher? I don't know. Vielleicht Daniel?
Ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Bis jetzt waren die Bacon Chips das Leckerste. Miteinander. Alter, das sieht hart aus. So lieb. 6 von 10. Kann ich nicht schweigen. Boah. Ich will was probieren. Ja. Chips. Ja, pass auf. Das sind Chips. Machst du jetzt so ein... Und nur weil da Gourmet draufsteht? Nee, pass auf. Das sind Chips mit Steak-Geschmack. Och nee, Alter. Ey, ich hab die im Laden gesehen, ich musste die sofort kaufen. Ist da minimal Milch drin, damit ihr die Scheiße mitnehmen könnt? Ich befürchte eine Enttäuschung. Ist besser, ne? Mit Wein. Gegen den schlechten Geschmack. Du musst den schlechten Geschmack mit schlechten Geschmack. Vor allem, du hast so wirklich den Zwang, also du musst dich so richtig zwingen, das runterzuschlucken. Willst du mal riechen? Wollt ihr mal riechen? Das riecht wie in meinen Schuhen drin. Das wollte ich auch sagen. Das riecht wirklich wie in deinen Schuhen. Jetzt verstehe ich nämlich, wieso Leute Fußfetisch haben. Das riecht wirklich wie... Oh, weil die Steak mögen. Und das sieht auch ein bisschen aus wie meine Zehennägel. Also, ein bisschen. Jedenfalls, wir essen jetzt davon ein Stück. Ja. Legit, guck mal, das sieht aus. Also. Oh, das riecht aber auch ein bisschen nach Katzenfutter. Sehr gespannt. Es schmeckt besser, als es riecht, weil es schmeckt irgendwie einfach nach Chips, nur ein bisschen muffig. Ich finde, es riecht schlimmer, als es schmeckt. Schmeckt wie Kesselchips. In muffig. Wieso hast du dir gekauft? Ich mag die. Boah. 5 von 10. 5 von 10? Können wir, ja. Wir haben vielleicht noch. Was haben wir den anderen gegeben? Ja, 6 von 10. Also ich würde auch 5 oder 6 halten. Ich würde den allen eh mehr geben als ihr beide, aber ich unterwerfe mich. Wer kauft denn so eine Scheiße? Warum denn ich? Weil es interessant. Weil es Oreos sind. Oreos mit Strawberry Cheesecake Geschmack. Hier auch nochmal. Kannst du auch direkt einfach wegwerfen. Die sind noch schlechter als Chips, finde ich. Ich muss sagen, ich finde die gar nicht so schlimm. Oh mein Gott. Echt? Stimmt, das hat doch was von Joghurtte. Einfach das hier. Oh, das ist herzhaft, egal. Ah ja, stimmt, die habe ich ja schon wieder gegessen. Die habe ich auch vergessen. Oh nee. Das ist ekelhaft. Also halten wir fest, wir hatten gerade Chips, dann hatten wir Bonbons, Oreos, Wein, Pina Colada und jetzt haben wir Crepes mit Pesto. Hey! Oh mein Gott! Ich hab auch die ganzen Chips-Sachen, hab ich richtig Bock. Hallo Annabelle, wie geht's dir? Komm mal. Oh shit, die sehen aus wie Fischbutter. Oh, wie süß! Was tut ihr mir an? Wie riecht ihr Kaninchenfutter? Riechen die lecker nach Pesto? Ja, also so, aber es hat jetzt halt... Aber jetzt gerade in... Jetzt gerade in der Kombination ist weird. Ja. Okay. Ne? 3, 2, 1. Yes. Ja, ich hab Pesto, ne? Also ich finde sie an sich, finde ich sie geil. Ja. Aber jetzt gerade in dieser Situation nicht so. Aber an sich finde ich sie sehr geil. Und sie sind richtig geil. Ja, ne? Doch nur Salz. Hallo? Sie sind einfach nur pestsalzig. Das ist Pesto. Geil. Ey, ich gebe dir eine 6 von 10, glaube ich. 3? Ist voll geil, 6 von 10. Ich gebe dem C-Dur. Ja, dann halt so wie die Chips, echt? Ja, dann halt nee, eine 8. Okay, eine 8. Eine 8. Eine 8. Cheetos in Geisterform. Ja. Wow, dieser Geist. Ich habe auch. Sind halt Pombeeren, aber nicht so lecker. Ne? Nee, also wirklich. Was ist das denn? Die haben fast keinen Geschmack. Ach, ich habe Babygeist. Ja, die schmecken wirklich ja nicht. Ich dachte, weil die sind ein bisschen schärfer. Mein Gott, was kann noch Schlimmeres kommen? Oh, ich weiß, was noch schlimmer wird.
das sieht cool aus. Ich mag saure Sachen. Boah, man riecht das und einem läuft das Wasser im Mund zusammen. Das ist doch gut. Schön. Kannst du mir den, den guten Sangria geben? Ja. Okay, dann du hast deins. Franz. Ja, dann... Was haben die? Saurer Lappen. Das ist mein Untertitel. Die ist nicht mal sauer. Nee. Schmeckt einfach nur noch... Richtig sauer. Er hat alle eure Geschmacksnerven verloren. Die waren nicht sauer. Also. Yeah! Chips! Fritos! Keine Ahnung, was das ist. Das sind einfach nur Chips. Chips mit The Original. Ohne Gluten. Oh! Ich liebe das. What the fuck? Okay. Damit ich gut mit Tüter leid. Oder? Es scheint nicht mal. Hey, das riecht nach so Maiswaffeln oder sowas. Das ist voll muffig. Hä? Hier mal mit eurem Muffig. Ey, ihr dürft ja niemals an meinen Socken riechen, wenn ja, hast du das jetzt rausgerochen? Du hast es rausgerochen. Nee, echt nur Scheiße. Boah, sind die trocken, ne? Und salzig. Das Salzige ist geil, aber das Trockene ist. Also ich habe was ganz Tolles gezogen. Das ist Popcorn. Ah! Popcorn mit fucking Apfelgeschmack. Das ist ja low. Kenn ich auch aus der Simpsons-Folge. Oh nein! Ja, Popcorn mit Gewürzgurke. Da sind Äpfel drin. Gib mir das. Da sind Äpfel drin? Ganze Äpfel? Wie cool ist das denn? Ich dachte, das wäre einfach nur Popcorn, was nach Apfel schmeckt. Oh, sowas mag ich gern. Sowas habe ich auch zu Hause immer gegessen. Das ist geil. Mhm. Wenn es keinen Bauschaum mehr gab. Ich bin ganz ehrlich, ich wüsste nicht, warum ich mir das kaufen sollte. Nee. Popcorn. Oh. Doch, ich find's geil. Das Popcorn ist geil, ne? Die Äpfel auch. Und zusammen sind sie Popcorn-Äpfel. Das ist auch gut mit dem Finger, oder? Ja, stimmt. Mhm. Das hat Didi ausgesucht. Den habe ich dem Laden gezeigt, den Finger. Da ist ein abgeschnittener Finger drin. Mhm. Ein echter. Und Füße. Und Füße. Ja, ich mag keinen Spaß. Kennt ihr diese Fußlollis noch? Ja. Die das Brausezeug. Das sind die Fußfetische entstanden. Ja. Super weird, ne? Aber das war lecker. Das hat so geprickelt im Mund. Ja, also ich hasse es, wenn du etwas ableckst. Also immer wieder ableckst. Franzi! Christlich! Ja. Ich hasse es, weil du leckst damit immer wieder deine Spucke ab. Franzi! Und ich finde das super ekelhaft, weil dann leckst du ja irgendwann nur noch deine Spucke ab, oder? Ja, vielleicht. Debbie! Ich rede von Lollis. Ja. Ja, ich auch. Ja. Ich nehme jetzt einen Fuß, ich kann das alles nicht mehr. Hier ist ein abgeschnittener Fuß. Bitteschön. Ich glaube, Debbie wollte den Finger haben. Nee, ich will eine Erdbeere. Na lol. Hier weg. So Süßigkeiten. Süßigkeiten, abgeschnittene Sachen. Erdbeeren gemischt mit Füßen und Fingern. Genau. Cool. Warum auch immer. Prost. Ja. Prösterchen. Sind okay, finde ich. Vor allem hat das anscheinend auch nur Strawberry and Raspberry Flavor. Das ist Flavor. Ich finde den Geschmack gut. Ich finde es okay. Ja.
Ich finde die auch nicht so sauer wie diese ekelhaften Bänder. Gar nicht. Also bis jetzt war einfach alles okay, außer die Pesto-Dinger. Die waren geil und das Apfelbrot fand ich auch gut. Ja. Oh, die kenne ich. Oh. Filipinos with real white chocolate and berries flavor. Das sind kleine Mini-Donuts. Also, sie sind halt rund. Mini-Donuts mit Erdbeer-Flavor. Wie ungern du Lutscher magst. Das ist komisch. Weiße Schokolade ist halt Abfall. Ich finde, das schmeckt ein bisschen nach Erbrochenem. Du hast leckeres Erbrochen. Nee, lecker schmeckt das nicht. Nee, aber für Erbrochen ist lecker. Nicht an Erbrochenes selbst, sondern dieses, wenn ein bisschen was hochkommt. Dieses Sau, dieses... Weißt du, was du meinst? Dieser Vorkotz. Nee, ja. Dieser Vorkotz, wenn du so wirklich so ein Stück... Aber das ist doch Magensäure, oder? Ja, die Magensäure. Ja, ist frisch auch. So. Wir haben einfach den gesamten Vorrat an Chips aus diesem Laden ausgekauft. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe keine Ahnung, was ist da auf dem Bild, Mauki, weißt du das? Das ist ein Ex-Benedict, ach, nee, oder? Das ist Trüffel. Das ist Trüffel. Aber das hier ist doch ein Ex-Benedict. Genau, das ist Ei-Benedict und das da oben ist Trüffel. Con crema de patata. Das ist doch Kartoffel, oder? Kartoffelcreme. Aber sagt uns, was das ist. Wählen Sie. Sag uns, was das ist. Vorkotz. Das scheint eine Suppe zu sein, die, also eine Kartoffelsuppe, und da wird ein Ei reingetan und da drauf kommt scheinbar irgendwie so ein kleines bisschen Trüffel. Dun. Jesus Maria. Oh! Die riechen ja wirklich nicht gut. Die stinken. Aber die bisher haben bisher alle besser geschmeckt, als sie gerochen haben. Die haben nie so geschmeckt. Das ist ein ganz kleines Stück. Soll ich dir eins abbrechen? Okay, wir probieren. Das ist nur die kleine Ecke hast. Boah, das schmeckt richtig gut. No! No! No, 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 no. Dann ist mir dieses Stück rausgeflogen. Das flog vor mir vorbei. Aber schon. Also ich rieche nichts und ich sehe nichts. Also man schmeckt Trüffel. Man schmeckt Trüffel, aber nicht so krass. Ananas-Schokolade, da kann man eigentlich nichts falsch machen, oder? Eigentlich alles. Wirklich. Ja, wirklich. So, okay, ich also Schokolade. Ananas-Schokolade. Was ist denn das für eine Schokoladenkonsistenz? Warum knistert das so beim Kauen? Hä, hey, was knistert denn da bei was dir? Knistert denn? Was hast du denn für eine Schokolade im Mund? Oh, also schmeckt die. Echt lecker. Schnuppo, danke schön. Also schmeckt die Ananas jetzt irgendwie nicht so raus, aber die Schokolade schmeckt auch nicht gut. Du schmeckst die Ananas nicht raus? Nee. Das schmeckt komplett nach dieser künstlichen Ananaskanne. If you like Pina Colada. Nee, jetzt nicht. Nee, 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 nee. Ich find's nicht schlecht. Ich liebe Ananas, ich liebe Schokolade, aber das ist echt. Ich finde, die Ananas ist einfach sehr dezent. Ist da Sabber dran? Dann will ich es nicht. Nee, noch nicht. Noch aber nicht. Wenn du willst, kannst du es dazu. Ich kann mir ein bisschen Sabber drauf machen. Das ist gar kein Problem. Ja, Maukis Sabber schmeckt sehr lecker. Also als nächstes habe ich hier. Das sieht tatsächlich echt geil aus. Das sind so Flakes. Mit so Füllung. Hört ihr das? Boah, das sind aber Riesen-Oschis. Danke. Gerne. Ja, dann. Wer isst denn sowas gerne? Für wen? Wer ist die Zielgruppe dafür? Kinder. Ja, du magst die ja nicht. Das ist echt schade. Das ist nicht eure Zielgruppe. Nee. Oh, mit Käse, geil. Was zur Hölle ist das denn schon wieder? Was? Ich glaube, das ist ein Gorgonzola. Als ich ja sagte. Oder Ziegenkäse, das kommt. Ja, das sind die Mini-Frühlingsrollen oder Crepe, die wir Daniel, hier. Du hast noch was verpasst. Ich hab gerade gar keinen Bock auf Käse. Aber wir haben jetzt zum Glück noch Wein. Wirklich. Das wollte ich nicht verfehlen. Also, das mit den Crepes, das wird einfach nicht mehr besser. Die riechen gar nicht so schön. Vor allem, wir hatten da voll geile Sorten mit diesen Crepes eigentlich. Ne? So richtig leckere, süße Sorten. Und ihr habt wirklich nur mit Karamell hier ausgewählt?
Ja, ist gar nicht bad. Nee. Mhm. Ich würde mir das niemals kaufen. Das schlacht schon bei allen. Du hast es doch bezahlt. Scheiße. Ja. Was habe ich getan? Was ist das denn? Melonen! Mini-Melonen! Melonen. Die erinnern mich an diese Kaugummis, die es in Deutschland gibt. Das könnte sogar tatsächlich sein, dass es ist. Jetzt Kaugummi, jetzt erstmal Kaugummi. Boah! Ui, ja, die riechen auch schon wie diese Kaugummis. Das sind doch nur Melonen-Gummis, die finde ich. Also die riechen schon heftig. Also die riechen gut, aber. Die riechen nach ordentlich Chemiefabrik. Irgendwo mit viel Fantasie Melone. Ja, dann. Sind das jetzt Kaugummis? Keine Ahnung, finde ich das oft. Locker. Oh Gott. Das sind Kaugummis. Das sind Kaugummis, ja. Was sind die Kaugummis? Die machen für 10 Cent. Ja. Noch 5 Sekunden, dann ist der Geschmack weggelaufen. Ja. Ja. Aber dann kommt das eigentlich geil an den Dingern. Blasen. Aber die sind nicht so gut zum Blasen, oder? Ich brauche davon mehrere. Ja, du brauchst mehr. Mhm. Da fehlt die Masse. Mann! Puff! Ich glaube, man muss mehrere davon essen. Ja. Bin ganz ehrlich. Mhm. Ich glaub, oh, kommst du weg? Oh, kleine, kleine. Ja, oh nee, Mann, ich kann diese Ringe nicht mehr. Das ist auch wirklich nachgeschnittener Finger. Also irgendwie hatten wir das schon mal, nur diesmal ist es nicht sauer. Oh Gott, was ist das denn? Boah, das ist. Das ist ja gigagummig. Das ist so ein Wort. Gigagummig. Diese letzte wundervolle Tüte, die ihr euch ausgesucht habt. Ich betone, ihr euch ausgesucht habt. Der Mega Sweet Mix. Mögt ihr so Bananen? Nee. Nee. Kann ich nicht essen, ich bin allergisch. Zum Glück sind da auch Erdbeeren drin. Ich wähl's weg. Warum? Ja. Warum steht nicht Alarm im Chip? Warum sagt mir niemand, dass man Wein lässt? Hier ist noch ein Rest. Das ist dieser. Mh. Ich hätte lieber was von ihm wieder. Der war lecker. Boah, wow, das riecht. Du hast noch Anis-Schnaps. Fruchtig. Ja. Wirklich, mein Magen hascht mich dafür, dass ich das wollte. Aber ich spüre den Verfall meiner Zähne und meiner Magenschleimhaut. Ja, meine Zähne müssen sich auch gleich lecker. Schon krass. Mhm. In meinem Alter habe ich das Problem nicht mehr. Die dritten, ne? Ich nehme die einfach nachher raus und grüße. Was ist jetzt euer Favorit? Schlafen gehen ist mein Favorit. Also mir ist es, glaube ich, ungelogen. Apfel. Ich glaube, ich kann jetzt nicht schlafen. Ich bin so auf Zucker gerade. Ich bin auch voll auf Zucker. So, Chat. Ja, ne? Ich würde sagen, wir haben den Stream gemacht, hier sieht es aus wie Sau. Ja, ist nicht unser Problem. Ja, das macht schon irgendjemand weg. Ich glaube, wir verabschieden uns so langsam. Es war mir ein Fest, ein inneres Blumenpflücken, wie manche Menschen sagen würden. Es war mir ein inneres Kühlschubsen. Ich mache das nicht, aber ich sage das jetzt mal für manche Menschen. Es war nice, dankeschön, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kauft euch nichts von dem nach, was wir gegessen haben, außer die Sachen, die gut geschmeckt haben. Genau, also nichts. Doch. Ja, doch. Diese kleinen Stäbchen sind lecker. Und das also echt, ohne Scheiß, diese Mini-Krebs waren voll die Überraschung. Ja, die sind geil. Die sind krass. Von denen hatte ich Angst. Die waren aber echt cool. Aber die waren auch echt teuer, glaube ich. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Kussi! Kussi! Auf Kussi! Mach gut! Bye bye! Tschüss, tschüss! Achso, ich weiß nicht, wie man hier ratet. Deswegen rate ich jetzt nicht. Vergesst nicht, die Glocke zu glocken. Genau, und drückt auf Follow. Und kommentiert. Und geht auf mein Instagram und auf Twitter. Und like meine Fotos. Genau. Meine unchristlichen Fotos. Ja. Und Snapchat nicht vergessen. Sind wir ja hier in 2005 oder was?